meinem Kanal. Ich zeige euch alles rund um Diamond Painting und ja, ich hoffe, du bist gut in den Sommer gestartet, in die heißen Tage. Das ist ja Wahnsinn. Wir hatten 31 Grad, wir sind gerade aus dem Urlaub und wir haben eine Hitze. Wir waren an der Ostsee und in Hamburg war es dann, also Schleswig-Holstein, Nähe Hamburg, war es dann richtig heiß, als wir aus dem Urlaub kamen. Deswegen, mein Nagel ist auch ab aus dem Urlaub. Im Urlaub ist mein Nagel abgebrochen, passiert. Ich habe bei AliExpress bestellt und AliExpress kann ich nur empfehlen für den kleinen Geldbeutel. Also da bekommt ihr die Sachen, die ihr hier bekommt, einfach günstiger. Und es wird meiner Meinung nach auch viel dort bestellt und dann einfach weiterverkauft. Da gehe ich ganz stark von aus. Genau, ich habe mir diesen mega, mega schönen Stift geholt. Er ist so schön. Guckt mal bitte. Den gibt es auch noch in ganz vielen anderen Farben. Das ist ein Diamond Painting Stift mit Einsitzer, also mit einer Spitze. Man kann hier keinen Multiplacer ran machen, aber er ist so toll. Ja, er zieht so ein bisschen nach hinten, aber er ist nicht zu leicht, er ist aber auch nicht zu schwer. Also, ja, das liegt gut in der Hand und er glitzert mega schön. Genau, ich habe dafür, glaube ich, knapp 2 Euro bezahlt. Und woanders bezahlt man dann halt seine neuen 12 Euro. Deswegen schaut mal rein, ich werde diese zwei Produkte auf jeden Fall verlinken. Und da habt ihr dann auch eine Farbauswahl. Ich glaube, es gibt noch lila, ich meine, also blau, lila habe ich. Es gibt noch pink, blau und grün, glaube ich. Alles so Pastellfarben. Dann habe ich etwas Größeres bestellt, weil ich merke, ich brauche wieder Boxen. Ich habe gestern wieder Reststeine sortiert. Reststeine von meinem letzten Taratartbild, aber ich brauche trotzdem noch eins. Also ich habe, glaube ich, jetzt um die 10 Aufbewahrungen, 5 verschiedene Systeme. Schaut gerne mal mein Video dazu an, da stelle ich nochmal ein paar Systeme vor und meine Lieblingssysteme. Und einer meiner Lieblingssysteme ist auf jeden Fall diese hier. Ich habe es aber ihr seht das schon, nicht im Koffer bestellt. Im Koffer ist natürlich nochmal schöner, weil die dann nicht so hin und her klödern, sage ich mal. Bei dem System hier geht's, aber bei kleineren Döschen ist das nervig, wenn man keinen Koffer hat, weil sie halt umfallen können. Und ja, kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr schon länger Diamond Painting macht. Und auch abkittet in Sortierboxen. Ich kann dieses hier empfehlen bei AliExpress. Ich bestelle nur bei AliExpress eigentlich auch Bewahrungsboxen, weil sie einfach fast die Hälfte kosten. So, wir haben hier diese schöne Clipbox. Wir haben hier diese mega coolen Döschen. Ich habe die, ganz am Anfang hatte ich Tic-Tac-Döschen, bin ich überhaupt nicht mehr von überzeugt. Also ich würde mir nie wieder Tic-Tac-Döschen kaufen, die sind dann halb so groß. Die fallen auch schnell um und diese hier, da passt einfach jede Menge rein. Auf den ersten Blick sehe ich jetzt nicht, dass eins beschädigt ist. Ihr habt gesehen, es ist ein dicker, dicker Polsterfolie. Und ich meine dies hier, ne? Also da wieder dann den einen da reinzuklemmen. Deswegen ist ein Koffer ganz cool. Man kann sich auch erstmal dies hier holen. Man kann sich auch einen leeren Koffer dazu holen, wie man mag. Es sind jetzt 60 Döschen. Und ja, es ist immer schwierig, dann alle wieder genau da so reinzukriegen. Meistens nehme ich dann eine Box raus. Dann geht das ganz gut. Es sollte dann nicht umfallen. Ja, ich muss die eine rausnehmen.
Mein Sohn macht gerade Mittagsschläfchen. Ich habe hier mein Babyfon, deswegen hört ihr ihn. Genau. Hier habt ihr dann ein großes Füllfach, also riesig. Da schüttet man auch nichts daneben, wenn man das einfüllt. Ich liebe sie einfach. Sie sind super cool und ja, ich werde es auf jeden Fall verlinken und ich bin von dem System begeistert. Wie gesagt, Koffer ist noch schöner. Ich habe mir jetzt einen ohne Koffer geholt, weil ich genug Aufbewahrung eigentlich habe. Und das reicht. Also ich bin damit zufrieden. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, auch zur Aufbewahrung speziell, schreibt es gerne in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, ob ihr auch gerne bei AliExpress bestellt. Es gibt ja jetzt auch dieses Temu. Habt ihr da schon mal bestellt? Ich will da mal was Kleines bestellen. Das ist so ähnlich wie Wish und Shein. Eine kleine Konkurrenz zu Ali, würde ich sagen. Aber Ali hat einfach eine mega krasse große Auswahl. Nicht nur ein Diamond Painting, schaut da rein. Mein Babyfon ist alle. Passend. Ich wollte das Bild, das Video auch gerade beenden. Deswegen, ja. Guck mal, es verzieht sich hier schon ein bisschen. Also, wie gesagt, bestellt lieber den ganzen Koffer. Aber es reicht für mich. Genau. Hier hat man auch keinen Henkel. Im Koffer hat man natürlich noch einen Henkel, dass man es auch tragen kann. Für unterwegs ist der Koffer einfach praktischer. Und ich habe es schon gehabt, dass dies hier kaputt gegangen ist. Diese Box hier, weil da was raufgefallen ist. Das geht leider sehr schnell. Ja, aber sonst bin ich zufrieden. Und für den kleineren Geldbeutel völlig ausreichend. Wir haben noch die Sticker-Sheets dabei. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ganz, ganz wichtig, ich habe ganz viele Zuschauer, doppelt so viele als Abonnenten. Deswegen, ihr unterstützt mich, wenn ihr einfach mal diesen Button drückt. Abonnieren heißt nicht wie normal ein Abo, sondern einfach. Es ist kostenlos. Ihr könnt mich kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr immer Bescheid wisst, wann ein neues Video hochkommt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Sommertage. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!